Spotfight. Wir leben Wrestling. WWE-Superstar Sarah Logan und ihr Partner, der NXT-Superstar Raymond Rowe, haben nach ihrer Verlobung im Oktober nun einen Termin für ihre Hochzeit bekannt gegeben. So wird diese am 21. Dezember diesen Jahres stattfinden. Beim bevorstehenden United Kingdom Championship Tournament wird Triple H eine große Ankündigung mit Blick auf die Zukunft des britischen Brands machen. Während eines Interviews mit dem Daily Mirror sagte Triple H, dass er im Laufe des Turniers anwesend sein wird und einige Aussagen über die Zukunft der Marke geben wird. Er fügte hinzu, dass der Aufbau etwas länger dauere als ursprünglich geplant. Er freue sich aber sehr auf das bevorstehende Turnier und die Talente, die präsentiert werden. Alle Anzeichen deuten auf eine wöchentliche UK-Show auf dem WWE-Network hin. Was die Fans aber nun erwartet, wird sich letzten Endes im kommenden Monat herausstellen. Laut Dave Meltzer genießt Chris Jericho mehr oder weniger Narrenfreiheit bei New Japan Pro Wrestling. Seit Jahren verfolgt die japanische Wrestling-Liga eine No-Blood-Policy. Doch Jericho darf in seinen Segmenten Blut einbauen, wie zuletzt zu sehen war. 205 Live-Superstar TJP postete auf seinem Instagram-Account ein Foto, das darauf schließen lässt, dass der Gewinner des ersten Cruiserweight Classic-Turniers gerne für Raw oder SmackDown Live eingesetzt werden möchte. Ob die WWE-Offiziellen das auch wollen, bleibt abzuwarten.